Hey und willkommen hier zu einem neuen Die Sims 4 Let's Build-Folge zu meinem American Family House. Ich habe hier momentan die First Snow Mod aktiv, die unsere Welten in eine Winterlandschaft verwandeln, so rum. Schön, dass ihr wieder reintaut. Ja, wir gucken mal weiter, was wir heute machen. Ich habe, glaube ich, vor, hier unser, ich sag nochmal den Grundriss, so sieht das bisher aus. Ich habe vor, heute mal das Fernsehzimmer weiterzumachen, nachdem wir ja letztes Mal hier im Christmas Special hier uns ausgetobt haben mit zwei Christbäumen hier, ja. Und Santa-Statue, oh mein Gott. Ja, und hier haben wir das ja so schwarz-weiß gehalten, so ein bisschen in der Küche, ne? Und da müssen wir auch noch ein bisschen ran, das sieht noch ein bisschen komisch vollgestellt aus. Aber ich finde es schon ganz gemütlich, auch hier das Esszimmer. Boah, sieht das schön aus mit dem Schnee da draußen und der Brücke. Wir gucken jetzt heute mal nach unserem Fernsehzimmer, ne? Wohnzimmer. Das ist also unser Lesezimmer, das machen wir dann auch noch eine Version ohne Christmas-Zeugs. Aber hier gucken wir mal rein. Ist ja noch ein bisschen öde hier, ne? Muss man schon sagen. Vielleicht haben wir da auch diese tolle Holzpaneele aus dem Hunde- und Katzen-Erweiterungspack. Und ich glaube, ich mache den Fernseher auch an diese Wand da oben hin, ne? Ich glaube, das ist besser. Da können wir gern sowas mal machen. Da können wir gern mal sowas irgendwie machen. Sollen wir mal auch ein bisschen in das Dunklere reingehen vielleicht und sowas? Ne, so ein bisschen, oder ist das zu düster? Wobei, bei so einem Fernsehzimmer ist das doch eigentlich, ja, ne, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, weil ich möchte auch, also gibt es tolle Schränke. Und ich glaube, das passt hier ganz gut, weil dann könnte man die Couch-Dinger, die könnte man so hinstellen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt dann, ne? Wenn wir den dann natürlich ein bisschen tiefer machen. Wir nehmen ja auch ein bisschen kleineren, wobei ist ja eine Villa, ne? Ja, ne, das finde ich doch gar nicht mal so schlecht. Ah, ist das eine Fummelarbeit hier schon wieder gleich am Anfang hier. Mensch, die müssen doch gleich hoch sein. So, machen wir das mal so. Ja, und den Boden natürlich dann auch. Ne? Da kommt dann jetzt mal auch ein bisschen was Dunkleres rein. Das habe ich zumindest mal vor, mal gucken, ob das dann harmoniert und matcht mit den, sag ich mal, Lamps hier natürlich. Mit den Möbeln, weil da gucken wir auch mal rein in das Hunde- und Katzenpaket. Weil da gibt es doch auch hier diese neuen Schränkwände. Und die sind ja so typisch amerikanisch, ne? Was ist schon typisch amerikanisch? Aber ne, in die Richtung geht es zumindest. Und die können wir doch auf jeden Fall ja mit reinnehmen. Also muss ja irgendwie fast schon da rein. Oder so ein Dings hier. So ein schöner Schrank. Ja, mit so ein paar Flaschen drin. Die trinken hier eh immer Sachen. Was ist mit meiner Maus schon wieder los? Und da können wir doch auch, da gibt es so schöne Farbkombinationen auch. Ich habe es gerade schon gesehen, ein bisschen das hier ist doch toll. Genau, so weiß und dann so ein braun. Ich glaube, das kann man ganz gut machen. Und da, das ist so ein Badezimmerschränkchen leider, ne? Da sind so Handtücher und so drin, das nehmen wir nicht. Wasser schon mit Schränken. Ich glaube, wir haben da noch ein bisschen was, oder? War da nicht noch was anderes dabei? Wir brauchen auch diese, oh, diese coolen da, die da brauchen wir auch noch. Die sind auch so cool, die sind auch so schön. Ja, wir machen das mal so in die Richtung. Vielleicht wechseln wir dann da wieder ab, dass es wieder auch weiß ist. Dann hat man da diese Kombi drin. Haben wir auch bei den Fenstern, ne? Dann macht man das so ein bisschen. Die Türbogen sind auch weiß, dann kombinieren wir das vielleicht. Ich weiß auch nicht, das Holz ist mir noch so ein bisschen irgendwie, ich weiß noch nicht, mir gefällt es noch nicht so arg. Vielleicht auch eher so im Boden, das sieht vielleicht ein bisschen gemütlicher auch aus. Und ein bisschen wärmeres Braun möchte ich da dann haben. Also wenn schon braun, dann aber ein schönes. Wir gucken mal rein. In die Farben, da gibt es doch bestimmt einiges. Machen wir so ein dunkelbraun, ne? Wir gucken mal. Das ist mir ein bisschen zu heikel hier alles, es passt ja nicht so. Es muss schon so ein bisschen was sein, so wie in dem Stil hier, was wir da auch schon haben, ne? Ist das da irgendwie sowas, dass wir das sowas hinkriegen. Ein bisschen nobler auch, vielleicht nicht ganz so wie das, wobei das auch ziemlich cool ist. Bringt auf jeden Fall schön Licht auch rein, muss man sagen. Und trotzdem ist es ein bisschen bräunlich. Hat auf jeden Fall was, das ist mir ein bisschen, ich weiß nicht. Ist auch nicht schlecht, ne? Mal ein bisschen was anderes auch. Das ist ein bisschen wieder zu grell, wobei das mit dem Weiß auch schön harmoniert. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich möchte schon so ein bisschen edler. Ich finde das ganz cool, ehrlich gesagt. Das aus Vampir ist eh so toll, weil das reflektiert auch so schön. Das ist so eine Tapete, ne? Die hat dann da so ein bisschen Licht auch noch mit drin. Die sieht schon edel aus. Komm, wir nehmen mal sowas. Wir machen das mal in die Richtung. Das harmoniert auch, glaube ich, hier damit. Die, bei der Couch, da gucken wir jetzt nochmal. Da gibt es doch sicher auch eine etwas... Ja, die vielleicht. Wobei wir auch mit einer dritten Farbe, mit so einem Grün, vielleicht ein bisschen was machen könnten mal. Das ist dann so ein bisschen ein Natur-Thema. Ah, die Couch, die macht mich fertig. Eigentlich ist die... Sieht so ein bisschen schäbig aus irgendwie, ne? So ein bisschen nur. Das ist nicht ganz so nobel, wie ich mir das vorstelle. Das ist auch cool.
Ja, diese gepunktete hat schon irgendwie was. Ich finde jetzt aber die ist total typisch irgendwie, ne? Das ist so richtig. Jetzt haben wir da ein bisschen Bläuliches was drin. Dann können wir vielleicht blaue Vorhänge nehmen. Das würde ich auch mal vorschlagen. Dann machen wir das mal. Wir gucken mal rein. Vorhänge, wir gehen mal direkt in die Deko, wenn wir uns hier keine vorschlagen. So, wir gucken da mal. Und da gibt es schöne Lämpchen dann auch noch dazu natürlich. Muss ich wieder die Farbe rausmachen. Hier haben wir auch diese neuen Vorhänge. Ich weiß aber nicht, ob ich die Lappen da nehmen will. Ach, es ist halt schon so ein bisschen... Heizi Bubaizi, ne? Also es ist schon irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen... Ja, gut, also das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Das hat schon was. Das ist wieder voll die Richtung, ne? Können wir das hier auch symmetrisch machen. Wir vergrößern das Fenster optisch damit. Komm nach oben mit dir. Ach, Mann, ja, Mensch, hier, Madiko, hier, bleibt auch da an der Stelle. Dann haben wir das hier so parallel quasi, ne? Dass das hier so fast parallel ist. Okay, jetzt müssen wir noch gucken. Da muss noch irgendwie ein Schränkchen da drunter oder irgendwas. Die haben oft so Schrankwände ganz viel. Was können wir denn da nehmen? Sollen wir da Theken einfach nehmen? Oder beziehungsweise Schränke? Das ist immer ganz toll, glaube ich, wenn man da sowas dann vielleicht nimmt. Und da nochmal so ein Sideboard quasi da so hinmacht, ne? Wie sieht denn das aus mit dem hier? Ich mache hier mal baby.moveObjects. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Das ist natürlich auch wieder blöd wegen der Wand. Also viel können wir da nicht machen, weil die halt so eine komische Schrägform hier hat. Aber sowas wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Wobei, die können wir uns noch angucken. Die sind ein bisschen schöner, ne? Oder? Von der Farbe her passen die jetzt aber nicht wieder. Wenn wir da wieder das Weiß reinnehmen, dann wird es wieder mir zu hell insgesamt. Ich find die noch am besten. Sollen wir die nehmen? Natürlich dann nicht so aneinander geklebt, aber dass wir das irgendwie mal, wir machen das mal, fangen da mal mittig an. Und dann kleben wir den da so hin und den da so hin, oder? Oder machen wir noch einen vierten? Das würde, glaube ich, noch passen, wenn wir ganz an den Rand gehen. Das wird aber knabbisch. Dass wir da noch so ein bisschen was... Ja, so ganz passt das auch noch nicht. Ich fand das jetzt mit den drei, glaube ich, besser, wenn das nicht über die ganze Breite geht, weil wir können eh nicht über die ganze Breite gehen. Ja, machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Fernseher finde ich ganz cool. So, wir haben ja da extra auch unseren, der muss schon schwarz sein, ne? Oder sollen wir einen anderen nehmen? Weil wir haben da schon so unsere anderen Couch-Sitz-Dinger. Das soll hier wirklich mehr so ein Fernsehzimmer werden. Wirklich sprichwörtlich kein Wohnzimmer, ein Fernsehzimmer. Und da können wir mal gucken, ob wir die noch nicht nehmen. Baby.unlock, baby.ignore, Gameplay, Gameplay, wie kann ich denn nicht schreiben hier? Ja. Gameplay unlocks Entitlement. So, machen wir das mal. Weil ich mit dem Fenster ist mir irgendwie noch zu groß. Ich muss sagen, das gefällt mir noch nicht so ganz. Können wir auch so einnehmen, aber da rechts und links können wir dann auch keine Schränkchen mehr hochpapseln, ne? Wir können mal den doch vielleicht nehmen und dann mal verkleinern, wie klein der dann wird. Verkleinerungsstil, oh, der ist eigentlich ganz gut. Wenn wir das so machen, dann ist das nicht so ein riesen Oschi-Boschi und wir könnten dann eventuell doch mit denen da hochgehen. Das ist vielleicht noch eine Idee. Wenn wir mit denen dann da so hochgehen vielleicht mal, ne? Dass wir da mal so hoch... Ist ja blöd wegen der Schräge, ne? Was machen wir denn da? Ich habe da jetzt eine Idee. Wir können ja ein bisschen was von der Garage klauen, oder nicht? Ja, das ist eine berechtigte Frage, ne? Oder? Ja, wir könnten ja hier so nach hinten gehen, nicht so, sondern so. Das merkt ja keinen Sinn. Das Garagentor ist ja eh erst hier. Er ist hier, ne? Also das geht schon eigentlich. Wenn wir das dann da wirklich das so reinmachen, dann hätte man echt so eine Nische. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das aussieht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das müssen wir ausprobieren. Der kommt dann weg natürlich. Das hätte mal wieder was Besonderes, ne? Das ist wieder so Challenge, ja, hallo. Voll die Challenge. Und dann könnte man das echt so machen. Gut, das geht jetzt ein bisschen sehr tief da rein. Aber vielleicht können wir ja das auch... dann durchaus mit einer Theke auch machen. Dass das wirklich so ein... Ja... Ja. Vielleicht mit einer Theke. Ist eh besser, wenn man unten Theken hinmacht, dann blenden die sich nicht so komisch aus. Also da nehmen wir dann auch wieder die da. Das ist cool. Oh ja, das passt sogar ganz gut. Ich glaube aber, da kriegen wir keine,
keine Theken rein, ne? Komplett. Ja, das habe ich mir schon gedenkt hier. Ah, oh, diese Schrägwände sind wirklich katastrophal zum Bauen. Da ist nichts mehr genormt dann hier. Ja, nichts mehr ist genormt. Ja, das bringt nichts hier. Da haben wir am Rand immer noch so eine Spalte. Für eine Kacke aber auch. Ja, echt mal. Ich probiere das mal so, dass wir das so ein bisschen machen. Dass das rechts und links dann jeweils ein bisschen halt nicht an der Wand dran ist. So. Und ja, wir probieren das einfach aus, Leute. Hallo. Und dass die dann hier so irgendwie so sind, ne? Dass man da dann sowas hat. Dass da wirklich irgendwie eine Schrankwand drin ist. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wir können ja nichts verlieren, ja? Kostet ja nichts, oder? Für uns zumindest. Hat auf jeden Fall was Besonderes. Ist nicht so... so wie sonst immer. Ne? Das Ding ist noch nicht ganz mittig. Dann müssen wir echt da einpassen dann. Das ist nicht so easy peasy, wie ich mir gedacht habe. Wir können ja auch ein bisschen in die Wand reinfaken. Das macht nichts aus. Die gucken nicht raus dann. Dann kann man da nämlich noch so Deko draufstellen. Das sieht, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht aus. Oder was sagen Sie? Dann können wir da noch einen schönen großen Tisch auch reinstellen. Und ja, ein bisschen weiter vorne wäre mir natürlich auch lieber, ne? Aber es ist jetzt halt. Ist jetzt halt, wie es ist. Geht nicht, weil wir haben keine halben Wandlängen. Okay, jetzt müsste man da vielleicht noch gucken. Ist da vielleicht noch eine Beleuchtung drin verstecken? Weil das ist die halbe Miete, glaube ich, bei sowas. Gerade bei so Nischen da. Muss es dann richtig schön leuchten, sonst sieht es aus wie eine Dunkelkammer. Ja, also indirektes Licht, das haben die auch ganz oft, behaupte ich jetzt mal. Wie gesagt, es ist ja auch wieder, ne, da wechselt man in den Start und das ist schon wieder ein anderer Stil. Aber so von der Idee her finde ich das jetzt gar nicht mehr so schlecht. Haben wir da noch ein bisschen andere Hängetheken? Da sind wieder Teller drin, ne? Wobei das im Ding, wenn das Teller, wenn das vielleicht so... Die sind noch ein bisschen schmaler. Wenn das so irgendwie so, oder so normale Schränkchen, so Dinger, die sind ein bisschen, ah, nee, das geht nicht im Wohnzimmer. Wenn das so normale Schränkchen das sind vielleicht. Wie sieht das denn aus denn? Wie sieht das denn aus, wenn man das irgendwie so macht? Das muss auf jeden Fall noch ein Stück runter, da. Das geht ja mal gar nicht hier. Hirn. Wir werden das vielleicht dann doch irgendwie so machen. Mal gucken, wie das aussieht, wie wir das vollfüllen. Das ist nichts, ne? Das ist zu viel. Ich würde da dann vielleicht auch mal gucken, ob wir da irgendwie noch ein Ding haben. Irgendwie ein Bücherregal oder irgendwie sowas, das wir da reinstellen können. Irgendwas hier oder sowas hier, ne? In die Richtung zumindest. Das dann eher wohl, ne? Das hier irgendwie noch. Das ist ein bisschen Kinderbuch-Style, aber so vom, ne, von der Idee her muss das irgendwie sowas da noch sein. Können wir das hier noch irgendwie reinbauen? Ist auch wieder zu knabbisch, ne? Einfach zu knabbisch. Finde ich aber besser, muss ich sagen. Finde ich cool. Das hier haben wir noch. Oh, die sind schön, aber die sind, glaube ich, noch breiter, ne? Uiuiui. Die sind, glaube ich, noch breiter. Ah, die sind richtig schön. Also, die haben jetzt was. Da muss ich schon sagen, hier. Die haben jetzt richtig was. Die sind voll cool. Ich probiere das jetzt mal aus. Vielleicht machen wir das echt auch so. Ja, wir machen das, glaube ich, genau. Die kommen weg, die kommen auch weg. Dann können wir da nämlich das ausbessern, indem wir das hier, genau, wir packen das da rein. Das kommt da dahinter irgendwo noch. Das weiß ich noch nicht. Wir machen das so, dass das gerade so hinhaut. Der anderen Seite auch. Ja. Das Ding ist zu groß. Shit. Wir nehmen den einfach. Ja, der passt perfekt. Der passt perfekt. Also gut. Nochmal einen kleineren Fernseher. Wir machen das mal so. Jetzt gucken wir, haben wir da nicht auch passende Schränkchen dafür? Das müssen wir jetzt natürlich ausprobieren. Jetzt stehen die denn jetzt weg von der Wand. Das muss man natürlich auch mal gucken, ne? Kommt das Lämpchen raus. So. Ist nämlich gar nicht so unrecht, wenn die weiter hinten dann stehen.
Ja, weiß ja keinen Sinn, dass die rechts und links da in der Wand drin sind. Das ist einfach eine verbaute Ding. Ich suche da jetzt unten noch was. Wäre natürlich toll, wenn man jetzt so ein Schränkchen hätte ohne diesen Aufbau von Bücherregalen. Aber das haben wir, glaube ich, nicht. Aber ich guck mal rein in den... In den da. Damit da irgendwas noch... Wir könnten ja eigentlich auch sowas nehmen. Das hat auch sowas... Ne? Eine komplette Schrankwand wäre natürlich schon schöner auch. Ne? Dann müsste man wieder Theken nehmen. Okay, dann gucke ich mal, ob wir doch vielleicht die Theken da lassen. Die dann eventuell auch in einer anderen Farbe nehmen. Ja. Ist denn anderes Holz? Ich fand das mit dem Weiß oben gar nicht so schlecht. Aber wenn ich mir die anderen jetzt angucke, finde ich die natürlich auch nicht schlecht. Ne? Das passt auch. Vielleicht können wir da noch eine dunklere Farbe. Da haben wir sowas noch. Na gut, grau und schwarz-weiß geht immer, aber das ist langweilig. So ein Braun haben wir da nicht, ne? Passt schon das am ehesten. Ja, das ist so eine Mischung aus dem und dem anderen, ne? Ja, das Weiß ist wieder anders. Ich glaube, ich nehm die wir am Anfang hatten. Mit Weiß oder mit dem Dunklen? Wir nehmen mal die Weißen. Ja, wir nehmen die mal. Oh, Daniel, was wird das denn? Vielleicht können wir das auch hinten mit einer Tapete dann anders machen. Oh, Daniel, was wird das denn? Dass wir da nochmal irgendwie eine was anderes reinkriegen halt, ne? Dass wir da nochmal... Weil da nichts Braunes... So was vielleicht hier, das. Nee. Sieht das aus, wenn wir das den ganzen Raum machen? Das passt auch nicht wieder, ne? Eieiei, das ist jetzt hier wieder Fail, ne? Wenn man zu viel rumprobiert, dann ist es wieder nix hier auch, ne? Das ist dann wieder sowas, genau. Das ist dann die richtige Schrankwand. Wenn wir da dann noch Säulen vielleicht reinmachen. Oh, das ist wieder too much. Leute. Das ist wieder too much. Ich muss das mal ausprobieren, wenn wir die jetzt da runter machen. Komm mal runter hier. Ja. Nee. Schade. Ich würde das so gern so einfassen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt so ein bisschen schadig. Da müsste man halt schon die gleichen Sachen nehmen. Vielleicht können wir denn die auch so am Rand hinstellen vielleicht. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Dass wir die irgendwie so hinmachen. Dass wir die irgendwie da so hin. Und dann lassen wir den Fernseher freistehen. Aber das ist auch nichts. Nee, ne? Das ist auch nichts. Auch nichts hier. Nee. Mal wieder zurück. Gefällt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so. Ich glaube, ich mache die weg und mache das Ding einfach manuell wieder, ne? So wie wir es hatten. Manchmal ist die erste Idee halt die beste, muss man schon so sagen. Probieren wir es mal so. Die dann da auch wieder rein, ne? Und da probieren wir jetzt was draufzustellen einfach. Und dann sieht das bestimmt gut aus. Dass wir da dann Deko, einfach so Bücher und so komische Lampen und irgendwelche Statuen und irgendwas Krimskrams da reinpacken. Was dann so nach Wohnzimmer aussieht. Vielleicht auch so eine Katzenstatue, das ist auch nicht schlecht. Und das so ein bisschen heimelig eben aussieht. Und dann, ja, glaube ich, dann wirkt das schon. Ne? So ein bisschen zum Mohun schießen waren die. Nee, das Ding ist grottisch. Aber das ist so irgendwie so schon so ein bisschen, ne? So. Oder die Ente. Ente. Die gibt es auch in Orange. Ja, das ist so ein bisschen Krams einfach, ne? Dass man das hier irgendwie noch mit unterbringt. So ein bisschen Nippes. So, passt du da oben rein? Liebe Ente, die passt da rein. Sehr gut. Dann gucken wir jetzt nochmal weiter. Das wird da nochmal was. Was haben wir da noch? Was haben wir denn da noch? So ein Bötchen. Das ist auch schön eigentlich.
Ja, das macht es dann halt aus. Ne? Man muss da schon gucken, dass es so ein Krams da eben dann wird. Gucken wir mal dahin. Ne? Da müssen wir vielleicht das Ding noch ein Stück tiefer setzen. Das ist ja kein Problem. Hier passt es, glaube ich. Ne, der muss sogar noch ein Stück höher. Hinten an dieser Raute, da erkennt man es. Mhm. Finde ich gut. Das ist auch ein schönes Ding. Ne? So ein bisschen nobel auch. Packen wir das mal da unten hin. Und dann brauchen wir noch irgendwie so eine Fernbedienung und das ganze Kram. Das holen wir jetzt aus dem Debug. Dann, was gibt es noch für Deko? Was wollen wir hier noch aufstellen? So ein Zügchen. Das ist auch was Feines eigentlich, ne? Mal die Lampen da richtig wieder rein. So, ja, die glänzen so toll. Das ist schön irgendwie. Und da kommen dann auch noch... Dass die so beleuchtet sind. Das sind so beleuchtete Schränke einfach. Okay. Okay, okay. Ja, und jetzt brauchen wir noch Hashtag Grün. Das ist klar. Hashtag Grün. Bisschen Pflänzchen. Ich bin sicher, das kriegen wir schön hin. Ich sehe die auch so ein bisschen als diese Pflanze. Ne? Die haben wir auch den Blauton dann wieder drin. Die können wir dann auch so ein bisschen da an den Rand hinstellen. Ist gar nicht mal so schlecht. Und dann nehmen wir noch so eine, die machen wir dann ein bisschen kleiner. Kleiner, aber feiner. Aber ein bisschen größer vielleicht, so mittel. Passt die da oben jetzt rein? Jetzt gucken, müssen wir das Ding wieder verschieben. Bleibst da bitte. So. Ah, nicht, das wird nichts. Da müssen wir dich hochstellen. Da stelle ich halt ganz hoch. Ach, okay. Ah, da müssen wir wieder gucken. Ja, du bist jetzt ein bisschen noch in dem Holz drin. Aber das weiß man ja nicht, ob die Vase unten glatt ist oder gebogen. Ja, ja, das sind so Kleinigkeiten, die man halt jetzt da reinfummeln muss. Und die Theke ist komisch beleuchtet, ich weiß. Und die ist noch zu weit hinten. So, und jetzt brauchen wir da noch, genau, wir gehen jetzt in den baby.showhiddenobjects, in den Debug, in den Unbekannt, Show Hidden Hilfen. Oh, heute habe ich es echt wieder mit dem Tippen hier, oder? So, und dann Unbekannt. Was kommt da jetzt wieder für Kakalores? Unbekannt. Filter raus. Ja, man. Ah, das ist manchmal auch so buggy. Das kotzt mich an. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Ich habe nicht richtig eingetippt. Baby.show hidden objects. Unbekannt. Oh, ich hasse dieses. Ah, ich hasse dieses. Seit die das umgestellt haben, ist das irgendwie kacke geworden. Textsuche für unbekannt. Oh, das müsste doch stimmen. Gehen wir mal in die Deko rein. Haben wir da... Ja, da ist das Krams drin. Ja, also denn. Wieso geht es jetzt wieder nicht mit dem unbekannt? Ach, jetzt geht es doch wieder mit Debug oder was? Lass mich verarschen hier. Einmal so hier. Okay, da gibt es doch direkt die Fernbedienung irgendwo. Wo war die denn? Die war doch hier, da ist sie doch hier, da, die Fernbedienung. Die muss da unbedingt mit drauf, ja. Sieht das nämlich aus wie so ein... Wie so ein Fernsehtisch, wie eine Fernsehwand. Das ist doch gleich hier viel schöner. Was haben wir denn da noch? Was brauchen wir noch im Wohnzimmer? Was brauchen wir denn da noch? Pizzaschachtel. Ich finde auch so Gläser passt eigentlich auch ganz gut. Das ist vielleicht nicht auf die Fenster-Ding, aber irgendwie auf die Fernseherwand, aber irgendwie sowas dann auch. Vielleicht so einen kleinen TV-Stick. Ja, so Receiver und sowas hat man ja nicht, ne? Vielleicht können wir das auch mal vergrößern, wobei... Nee, das sieht blöd aus dann, wenn man das vergrößert. Das hat ja auch noch den Stick da dran. Dann könnte man das als Receiver quasi benutzen oder so, ne? Oh, ich habe eine Idee. Wir haben doch in den Pools, haben wir doch diesen Kasten da. Gibt es das auch in schwarz? Das da.
Ist das auch in schwarz? Schwarz, genau. Das können wir nehmen und ein bisschen verkleinern, aber nur ein bisschen. Tricksen. Wir tricksen hier wie die Wilden hier wieder. Und dann packen wir das da einfach dahin und dann sieht das aus wie so ein Receiver oder so, ne? Player, PlayStation, whatever. Ne? So irgendwie was. Ja. Yes. Ja, es macht halt so, sind so Kleinigkeiten, wie gesagt. Ich finde das total cool. Jetzt gucken wir weiter in das. Wo gucken wir weiter? In das Oberflächen. Machen wir da mal weiter erstmal. Wir haben ja, brauchen ja noch so einen Fernsehtisch. Ne, da müssen wir da gucken, genau. Ja, und ich glaube, wir nehmen schon den, weil der ist schon am besten einfach. Der ist schon am besten, ganz klar. Da sind sogar Hausaufgaben drin. Ja, hallo. Also den finde ich schon ganz gut. Ist jetzt hier auch wieder schwierig, ne? Natürlich wegen den Couches da. Aber ich finde, würde man den ja so hinstellen, eher parallel zu den, ne, Sitzplätzen und nicht parallel zur Fernsehwand. Würde ich das mal so machen? Oder ich bin gerade im Überlegen, es wäre eigentlich ganz gut. Wir machen die vielleicht so ein bisschen weiter rüber. Packen da keinen Tisch hin, sondern die Tische da an den Rand, weil dann können wir da schon die Lampen hinmachen. Und da hinten muss man ja nicht unbedingt laufen auch. Jetzt können wir da nämlich diese richtig coolen Lampen, die müssen da unbedingt rein, weil das sind so richtig typische Schnörkel-Villa-American-Style-Lampen. Für meine Vermutungen zumindest angeht. Solche Lamps, genau. So, das muss da rein. Ich finde die ganz schön mit dem Gelb. Und ja, das ist einfach so, weiß nicht, ne? Es ist so ein... Ja. Ja, oder? Oder nicht? Oder doch? Jetzt habe ich gerade noch eine Idee. Jetzt können wir das Ding vollkommen jetzt noch verunstalten, mehr oder weniger. Und zwar mit den Oberflächen, mit den Regalen. Da könnte man ja auch wirklich nochmal da auch so ein Holzding drüber papseln. Das ist ja nicht verboten hier, ne? Dass man das vielleicht so macht. Sieht das noch holziger gleich aus. Aber das Holz ist scheiße. Haben wir da noch ein... Dann haben wir sowas. Aber das ist auch nicht so toll, ne? Kann ich es ja ganz groß machen. Oder ist zu groß wieder? Ja, weil die Holzfarbe passt halt nicht so gut dazu jetzt. Wäre ja kein passendes Holz. Das kann doch nicht euer Ernst sein hier, oder? Das ist wieder zu hell. Wobei, das geht noch am besten. Weil dann hätte man da noch mal so eine. Ja, dann ist das nicht so gefliest hier. Dann machen wir das doch so. So tief wie möglich. Und dann können wir sogar bis an den Rand gehen. Fast bis an den Rand. Dann legen wir die Fernbedienung einfach da auf den Tisch. So. Ja, dann sieht das, ist das nicht so ganz so. Mhm. Finde ich gut. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich hinten nicht vielleicht doch irgendwie eine Holzwand machen soll. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, oder? Wenn da hinten nochmal einfach so eine Wand hat aus Holz. Vielleicht nicht die, aber irgend so eine Holzwand. Boah, die ist ja ganz schäbig. Schäbig, schäbig. Oder sowas, genau. Das ist doch gut. Aber das haben wir doch schon gehabt. Aber das passt nicht von der Farbe her. Wobei das eigentlich nicht mehr so ein Braun sein muss. Ja, da hat man oben dann wirklich diese Leiste dann auch. Und da ist dann das Holz vorbei. Das ist eigentlich ziemlich genial. Gerade hier die von der Höhe. Aber das ist halt von dem... Ja, das passt halt gar nicht. Gar nicht. Gar nicht passt das hier, ne? Das ist halt jetzt hier wieder oben dann blau. Was willst du denn mit dem Blau da oben? Schade eigentlich. Voll schade. Ihr wisst, was ich bezwecken will, ne? So irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Haben wir das hier nicht? Das gibt's auch wieder nur in den. Gibt's da keine stinknormale. Ja, aber das ist so mehr so. Das ist so Außenwand-Style. Außenwand-Style. Ist echt schade. Da dann auch? Das ist halt die Frage. Eigentlich nicht, ne? Tja. Aber wir müssen das hier noch ein Stück tiefer. Das können wir ja gern. So.
Also so ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Ihr merkt es, glaube ich, auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir da keine Säulen haben. Ich probiere das mal hier so ganz dünne Säulen da noch hinzumachen. Weil dann könnte man das vielleicht sich wirklich überlegen, ob wir da am Rand auch noch braun machen. Dann wäre es wirklich wie so eine Schrankwand. Also so eine Vertiefung. Also so wirklich beabsichtigt. Hat auch was, ne? Mit der Wand da hinten gefällt mir noch gar nicht. Das ist echt schade. Schade, schade. Das gefällt mir noch nicht mit der Wand da hinten. Da müssen wir nochmal gucken. Wenn wir da vielleicht dann... Also das finde ich jetzt ganz schön. Das harmoniert einerseits mit dem... Mit der Tapete, die wir sonst haben. Andererseits können wir ja da auch vielleicht noch eine andere Farbe nehmen. Aber ich möchte eigentlich nicht wieder... Das ist auch nicht schlecht. Lass uns das mal probieren hier. Jetzt habe ich mich so an das Dunkelbraun gewöhnt. Ihr auch bestimmt. Jetzt findet man alles andere komisch. Können wir auch da ein Ding nehmen, ne? Das ist schon das hier, ne? Aber gibt es das noch mit einer anderen Oberfläche? Diese Farbe gibt es nur mit dem. Das ist auch okay. Ja, das gefällt mir jetzt wieder weniger, ne? Das ist jetzt wieder die Sache. Da können wir dann vielleicht das nehmen. Ja. Puh. Ich weiß es nicht. Fand mir jetzt andersrum besser gefallen irgendwie, oder? Man gewöhnt sich so sehr da auch dran. Ich glaube, ich würde das so machen, dass wir am Rand das Dunkle haben und dahinter dann vielleicht doch das Helle. Oder wir finden vielleicht nochmal sowas oder so, dass man das von da mal noch was hat. Dann nehmen wir das da am besten einfach. Das ist dann wirklich sehr düster. Eieiei. Also man kann es auch, glaube ich, nur falsch machen mit dem Zeugs hier, ne? Ist auch wirklich zum Mäusemelken. Wir haben verschiedene Brauntöne und verschiedene Ideen, die man dann wieder vermischt. Und da gibt es nochmal ein anderes Rotholzbraun. Würde ich dann vielleicht auch ein helles nehmen, oder? Oder so ein graues. Der Tisch, der ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Ich glaube, da nehmen wir ein helles, oder? Ein weißes. Das Beige haben wir jetzt auch gar nicht drin, ne? Das ist wieder so. Ich glaube, wir lassen den mal. Wir brauchen da einfach noch ein bisschen Deko. Ein bisschen Pflänzchen, ein bisschen Stehlampen. Ich glaube, dann sieht das ganz gut aus. Ja, wir nehmen auf jeden Fall die schöne Schnörkelise hier. Welche Farben haben wir da für dich? Ich fand das ganz simpel jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja, das mit den Dingern hat auch was. So ein bisschen was Schickes auch, ne? Sollen wir dann... Ich würde das dann, glaube ich, nehmen. Das hat auf jeden Fall... Wobei das Schwarz ist mir ein bisschen zu krass. Das geht ein bisschen wieder ins Bläuliche rein. Das haben wir da bei den Couches. Wo stellen wir dich denn überhaupt hin? Ich glaube, wir müssen dich da so in die Mitte einfach reinstellen. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Teppich. Au. Das wird hier wieder ein Desaster, glaube ich. Master of Disaster. Da müsste, glaube ich, ein Runder rein, ne? Weil das kannst du ja so vergessen. Runde Teppiche sind aber schwierig. Außer man nimmt hier so einen vielleicht. Ein bisschen was. Wie sieht der aus, wenn der zu groß ist? Sieht dann sehr matschig aus. Der ist nix. Der da ist vielleicht noch was, aber so ein Eierdinger da mache ich eigentlich auch nicht. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Muss irgendwas Kuscheliges halt noch dazu, ne? Kuscheliges. Aber so rund passt halt hier am besten, jetzt von der Form her. Das ist wieder so ein komischer da, nee. Wir können auch sowas einfach nehmen, das geht immer. Finde ich auch von der Idee her ganz passend. Weil, gut, der Runde ist schon schön, aber das ist ein bisschen arg matschig. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, im Video ist immer alles ein bisschen... Ne, ist halt nicht, ich habe das nicht so groß und nicht vielleicht in Full HD und so. Und dann
Aber das ist schon irgendwie komisch. Oder wir machen solche, das finde ich auch mal ganz schön. Das können wir auf jeden Fall machen, so ein Feldteppich, glaube ich. Dass wir da dann vielleicht auch so zwei nehmen und die dann so übereinander legen. Das ist immer ganz toll. Das wirkt auch richtig schön kuschelig und so ein bisschen befreiend auch, finde ich. Ne, so ein bisschen auflockernd, einfach nicht steril, kerzengerade so, mehr oder weniger, sondern schon so ein bisschen runder einfach. Bisschen freier. Ja, wir lassen da auch die Kante darüber, finde ich gerade schön dann. Vielleicht auch in zwei verschiedenen Farben irgendwie. Oder? Oder nicht? Ah, das Grün ist auch toll, ne? So Erdtöne passt natürlich auch gut zusammen. Aber ich glaube, wir nehmen da doch den warmen. Ja, oder? Der da, das ist auch gut. Das ist auch gut. Vielleicht können wir dann, ja genau, der da drüber legt, dass das noch dominanter ist, hier, das hier. Oder? Ja, wie man es mag. Hat man ja auch schnell umgefärbt, wenn man es nicht mag. Okay. Ja, doch, das ist schon mal ganz gut, finde ich. Das ist schon mal ganz, ganz gut hier. So. Die Tischchen da gefallen mir noch nicht so ganz. Sollen wir da nicht vielleicht doch wieder auch die dunklen dann nehmen? Das ist dann wieder die Franche hier, ne? Da ist auch die gibt es nur in schwarz, die Lamps. Da wieder ein bisschen in die blaue Richtung, aber das ist ein falsches Blau, ne? Das ist eher so ein starkes Blau. Wir brauchen eher so ein schlichteres Blau. Ja, ich glaube, wir nehmen auch hier die blauen. Und hier dann auch dann mehr eine dezentere. Irgendwie harmoniert es dann besser. So ein Zimmer habe ich echt noch nie eingerichtet. Ich bin total irgendwie baff, muss ich sagen. Also das ist so ganz kompletto gar nicht so meine... Ich kann mir eigentlich zwei von den Dingen hinstellen, ne? Hat man das so? Ich finde das eigentlich ganz cool, weil... Ja, das kann man ja noch dekorieren und so, aber so von der Ding her, weil die haben echt viel so Schrankwände und so. Jetzt die Teller oben, die stören ein bisschen, aber es ist noch okay. Und ich glaube, man kann da, glaube ich, sogar kleine Stereoanlagen rein, kann man nicht. Okay, gut, nicht mal die kleinen Mini-Fuzzis. Tja, aber die gehen rein, die AirPods hier. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch so eine Musikanlage. Wir nehmen da mal, glaube ich, die da. Die sollen mal ein bisschen was Modernes auch da reinkriegen. Ist ja nicht so, dass die in der Vergangenheit leben. Ich finde es auch ganz witzig. Das lockert das Ganze dann auch so ein bisschen auf. Ne? Hat man mal ein neues Stereo, einen neuen Fernseher gekauft. Wobei die vielleicht ein bisschen besser passt. Nur die passt jetzt vom Platz her nicht so ganz dahin. Na, ich finde die dann irgendwie ganz cool. Ist auch so eine Mischung, die man dann sich vielleicht... Na, können wir da vielleicht noch sowas hinmachen? Da gibt es ja auch andere Farben noch. Nicht die, die ich wollte, aber immerhin. Sowas irgendwie noch, so ein Grammophon. Geht das echt nicht da rein? Das ärgert mich jetzt wieder. Wieso geht das nicht da rein? Und dann haben wir da auch wieder das Braun so mit drin. Ne? Das ist wieder dieser Ton, auch aus dem Pack. Das geht schon. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Pflänzchen hier. Pflänzeln. Was nehmen wir denn da? Oh ja, so ein bisschen was Kitschiges muss hier auch noch mit rein. Unbedingt. Die Dinger da, die komischen Viecher. Ja, so was Auflockernderes. Ja, das auch. Das ist einmal noch so ein bisschen. Ein bisschen was Witziges. Noch ein bisschen was Liebliches muss da rein in dieses Zimmer. Ja, irgendwie so ein Strauß auch vielleicht noch. Wobei vor dem Fernseher ist immer ein bisschen doof. Aber so ein schön Blumenstrauß, sowas Frisches, ne? Braucht man da irgendwie noch, finde ich. Das ist noch so ein Ding. Ich weiß nicht, sollen wir das wirklich da mitten rein? Da kann man eigentlich noch gut gucken. Man guckt ja auch von der Seite so. Darf man halt nicht zu hohe Blumen reinstängeln. Aber wir können ja auch, Moment mal, wir können die ja auch ein bisschen verkleinern. Na denn hier, ja natürlich. Okay, und die finde ich auch so schön irgendwie. Sind auch so kleine Töpfchen da, so, ne? So können wir mal vielleicht nochmal irgendwas... Können wir das irgendwas noch deichseln hier? Ne? Dann müssen wir irgendwas nochmals machen. Da das so blau ist, das passt ganz gut. Ich möchte irgendwo noch so eine Blumenecke rein. Das könnte man hier vielleicht ganz gut machen. Dass man da sowas nimmt und da dann so ein paar kleine auch noch dabei stellt. Dazu stellt und dann noch vielleicht eine andere.
Die haben wir ja schon, aber die können wir auch nochmal irgendwie kleiner machen oder so. Sieht uns aus, wenn man da so ein paar Zweige oder irgendwas gesammelt hätte. Oder da irgendwie die Pflänzchen reingeholt hat, bevor es hier Winter wird hier. Ja, das ist das genau, dass man da nochmal irgendwie sowas da noch hinmacht. Also eine kleine Ecke mit so ein paar Pflänzchen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Da können wir auch gerne da ein bisschen andere Farbe mal nehmen, dass das nicht immer das gleiche ist. Die dürfen gerne mal ein bisschen bunt sein auch. Ja, das ist schon gut so. Das gefällt mir. Das ist sowas, sowas Kleines einfach. Noch so ein ollen Topf da, der ist auch noch viel zu groß. Das ist fast schon ein Gesteck. Das müsste man ja wirklich irgendwie. Ah, das könnte man da wirklich vielleicht reinpapseln, sowas, oder? Was hat man da noch so drin? Also ich weiß auch nicht, was hat man da in diesen Dingern da drin, diesen Schränken? Fällt eher auch so ein Pokal oder was? Oder so eine Statue? Die gehen da nämlich auch rein, ne? Der Business Freak oder sowas hier. Ist ja auch geil, ist auch ein geiler Scheiß, ne? Ich will aber nicht hier, Mann! Ja klar, jetzt kommt auch noch was anderes, wenn man es platziert, so ein Honk. So ein Honk-Objekt. Aber die sind schön, die sind cool. Die machen wir da rein. Die Vöglein, und der eine will nicht knuddeln. Ich will nicht knuddeln mit dir. Nee. Mami, drück mich nicht so. So, okay. Upsala, heute ist echt wieder der Wurm drin oder die Maus drin. Und da dann noch irgendwie mit Counterpart-mäßiges. Ich hätte gerne die Schwäne. Da sind sie doch. Immer erst platzieren. Und die kann man, glaube ich, nicht vergrößern, sonst sind die Schwänzlein in dem Regälchen drin, ne? Wir machen das dann so, dass man die da reinpackt. Und dann machen wir da noch so einen Zwischenboden rein. Wäre ja gelacht, was? Wäre ja gelacht. Wenn wir das nicht hinkriegen. Jetzt gucken wir mal, ob wir es wirklich hinkriegen, sonst lachten wir wirklich noch. Dann haben wir hier noch so einen Zwischenboden rein, dann können wir da einfach was anderes platzieren. Was haben wir noch? Deko. Oh, die Katze wäre vielleicht hier nicht schlecht, ne? Oder der Delfin. Sollen wir den Delfin nehmen? Ich will einfach die Katze haben, weil das ist jetzt hier so Hund- und Katzen-Style. Echt mal, gib mir die Katze. Ein bisschen Pokon. Da ist sie doch. Passt die da rein überhaupt? Die ist, glaube ich, sogar ein bisschen. Nee, die müsste ja genauso reinpassen. Vielleicht machen wir doch die Schwäne oben drauf, weil die ist ein bisschen leichter. Ja, ich glaube, wir machen die Schwäne oben drauf. So, und geht dann weiter hoch. Die Schwänchen. Ein bisschen weiter nach hinten, weil das Regal ist ganz knabbig da oben. Und dann so, ne? So, und dann das Ding ein bisschen tiefer. So. Ja, die mal da Holzfiguren ausgestellt. Ist okay, so. Weg mit euch. Ist wieder was, so was Persönliches irgendwie, oder? Ist wieder so ein Ding, was keiner will. Ja. Hätte mal was Krasses, oder? Wie lange man sich an so einem Wohnzimmer aufhalten kann, aber ich find's cool. Mir gefällt's. Jetzt haben wir da noch Platz, da muss unbedingt noch ein Gemälde auch hin. Unbedingt, unbedingt. Wir haben viel zu wenig Gemälde. Da gibt es auch die ganz tollen neuen aus Hunden und Katzen. Das ist übrigens auch das Mauseloch, was immer wieder gefragt wird. Wo ist das Mauseloch her? Aus der Tierklinik im Let's Play. Das gibt es hier, wenn man Debug angibt. Ja, genau, das hier wollte ich schauen. Da gibt es so schöne Motive, Leute. Mal ernsthaft, das ist so geil. Das ist so cool. Oh, das sieht so ein bisschen jagdhundmäßig aus, ne? Fast schon zu englisch. Aber ich finde auch sowas ganz toll. Weil wir haben ja hier auch wirklich so ein bisschen Hafen-Style, ne? Hier in dieser Umgebung. Da muss auf jeden Fall so ein Bild hin. Das ist so cool. Ich würde am liebsten das auch da in die Mitte reinhängen. Wäre das kein Fernsehzimmer, hätte ich das hier überall hier auch. Wir können das vielleicht auch mal so ein bisschen verkleinern. Können wir da vielleicht so eine Viererball machen? Weil ich finde das echt toll, dass es da diese Motive so gibt. Und, ja, die Karte lassen wir mal weg. Mal wieder das kleiner und hängen da vier Stück auf. Ich finde das so toll, ehrlich. Ich finde das so schön, diese Dinger. Da kann man nicht genug davon kriegen. Da hat jemand eine Sammelwut. Nicht nur für kleine Tierchen, sondern auch für Gemälde.
kommt man rein, gleich mal so, boah, Künstlergalerie hier. Und dann geht es da noch in diesen Salon hier rein. Und hier kann man eigentlich noch was, irgendwie was für die Familie. Da muss irgendwie so ein Spieltisch hin oder so ein Kinderspieltisch. Das wäre auch noch toll. Aber da können wir auch noch so Leinen hinhängen. Die verkleine ich mal auch ganz gern. Weil ich finde die, halt so, weil die haben, das soll ein Hundehaus, also ein Hundehaus werden. So ein Familienhaus für Hunde. Ihr wisst, was ich meine. Eine Familie, die Hunde hat. Und dann kann man da vielleicht auch nochmal irgendwie sowas. Also das gucken wir mal, um den Katzen lassen wir mal weg. Wobei wir da auch so eine Spieltruhe noch hinmachen können oder so eine Bally-Ecke. Da kommt eine Bally-Ecke rein. Kriegen wir das da reingepapselt? Kommt man da dann ran? Ich hoffe doch. Die verstellen das Ding eh wieder. Dann nehmen wir da noch so ein Bully. Das ist so fluffy, it's so fluffy. Das hätten wir auch nehmen können für unser Dings hier. Unser, wie heißt hier da, unser Welpen-Luftschiff-Park hier, ne? It's so fluffy. Aber da wollte ich jetzt irgendwas für die Family hinmachen. Irgendwie so ein Spieltisch, wie gesagt. Oh, das Aquarium ist ja auch so geil. Das wäre so cool noch hier drin gewesen. Scheiße, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Jetzt haben wir, finde ich, auf eine Schrankwand verziehen, weil ich glaube, das gibt es auch in diesem braunen Jahr. Scheiße. Das ist mir jetzt verzeiht hier. Auch immer so ein Schränkchen wäre gut gewesen, wieder unten so hin, ne? Ja, man kann nicht alles haben. Die gucken einfach kein Fernsehen, die gucken einfach Aquarium, wenn man einfach das Aquarium da reinfällt. Wir können das ja auch ein bisschen verkleinern, vielleicht auch sogar gegenüberliegend. Oh ne, verkleinern können wir das nicht, weil dann kommen die Algen da raus. Die Algen. Aber vielleicht können wir das auch so gegenüberliegend machen. Ist natürlich schon ein fettes Ding hier, ja, aber finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, weil man kann ja durchgucken. Und da kann man ja eh nicht laufen da hinten, also das soll man eigentlich nicht laufen. Also wir können uns das, glaube ich, mal so angucken, oder? Finde ich gar nicht so schlecht. Let's do this, machen wir es so. Das nehmen wir auch noch braun. Und ansonsten, wenn ihr alle schreibt, macht das Aquarium weg, mache ich dann einen Spieltisch hin oder so. Wir gucken einfach. Danke euch fürs Zuschauen, das war's für heute mit meinem American Family House. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen hier zu diesem Bauprojekt oder den anderen Videos hier im Channel. Bis denn. Macht's gut. Ciao.